Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sprechen, heute ein bisschen über das Thema PPP. Einmal was zu erzählen und wie unsere Prozessmodelle dort aussehen zum Thema BIM. Starten möchte ich einmal ganz kurz zu sagen, was ist eigentlich PPP? PPP befasst sich eigentlich mit dem gesamten Lebenszyklus. Wir planen ein Projekt, wir setzen es um, wir bauen es, wir betreiben es, wir finanzieren es bei Bedarf. Welche Eigenschaften sind dabei wichtig für uns? Kostensicherheit einmal für den Kunden, Kostensicherheit aber auch für uns als der Systemdienstleister, der alles abgeben muss zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe. Zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe sagen wir, dieses Projekt kostet Summe X. Terminsicherheit, genau das Gleiche, ebenfalls in beide Richtungen gedacht, nämlich einmal dem Kunden zu sagen, wie schnell ist etwas fertig, wann ist es fertig, aber auch für uns, weil da natürlich die komplette Logistikplanung dahinter hängt, die ganze Ressourcenplanung. Für mich persönlich, da wir in den Betrieb später einsteigen als PPP Solutions, natürlich das Thema Rechtssicherheit. Rechtssicherer Betrieb, haben wir heute auch schon an verschiedenen Stellen gehört, ist ein ganz wichtiges Thema und da sind wir dann auch schon beim Thema BIM, nämlich wie dokumentiere ich eigentlich ein Projekt. Transparenz, ich habe es eben schon eingangs gesagt, 20 bis 30 Jahre sind wir mit einem Kunden zusammen. Das funktioniert nur, wenn man auch ganz klar kommuniziert und transparent ist in seinen Prozessen. Und wir wollen natürlich versuchen, dabei auch nachhaltig zu sein, denn so ein Gebäude, wenn ich das dann nach 20 Jahren wieder zurückgebe an meinen öffentlichen Auftraggeber, dann sollte das komplette Projekt bekommen und auch nachvollziehen können, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Also alles, was ich heute tue, hat Auswirkungen auf meine Projektübergabe in 20 Jahren. Und das ganze Thema umfasst dann das Thema PPP zusammen. Wie gehen wir damit um im Thema BIM? Wir versuchen, alles in einem Dach zusammenzubündeln. Dein Vorredner hat es auch gerade schon mal besprochen, das Thema Enterprise, welche Modelle alle zusammengeführt werden müssen. Wir haben verschiedene Einzelmodelle. Wir haben das Thema der Planung. Wir haben das Thema dann in der Baurealisierung. Alle mit ihren eigenen Datenmodellen, mit Daten, die dort in diesen jeweiligen Prozessen erfasst werden. Wir haben später den Betrieb, wo wir zum einen in der Inbetriebnahmephase Daten vom Bau in die Betriebsphase herüber schaffen müssen, aber auch während der Betriebsphase Daten dokumentieren müssen, um diese Rechtssicherheit zu gewährleisten. Wir haben den Nutzer, der am Ende auch die Daten ja jederzeit sehen möchte und Zugriff haben möchte. Wir haben Finanzierungsbedange, wir müssen also auch Richtung unseren Finanzierungspartnern arbeiten. Das alles zusammengefasst ist unser Enterprise-Modell, das wir P3IM nennen, das ist auch im Folgenden immer wieder mal als Zusammenfassung dieser vielen Modelle, dieser vielen Datensammlungen, die dort passieren, kommen wird. Regelkreis der Lebenszyklusbetrachtung, sicherlich jeden Begriff. Ne? Wir reden über ein Gebäude, über verschiedenste Phasen. Wir haben unten die Planungsphase, wir haben natürlich die Bauphase, aber ganz wichtig für mich das Thema Betreiben. In jedem dieser Phasen werden Daten erhoben, es werden Daten gesammelt, Daten zusammengefasst. Für jedes dieser drei Phasen oder für jedes dieser Datenmodelle werden einzelne Datenbanken erfasst. Und Ziel ist es, diese Daten miteinander zu verknüpfen und die Schnittstellen und diese Prozesse zu optimieren. Eingangs gesagt, das ist eigentlich auch mein Hauptjob, diese Prozesse irgendwo mitzumanagen. Für mich ist das Wichtigste eigentlich in so einem Projekt der Betrieb. Ich gucke also von so einem Projekt eigentlich von hinten drauf. Nämlich, ich möchte gerne ein CFM-System befüllen, ich möchte gerne einen rechtssicheren Betrieb gewährleisten. Ich bin ein Betreiber, ich habe die Betreiberhaftung gegenüber meinem Kunden, gegenüber den Nutzern, die dort in dem Gebäude sich befinden. Das heißt, wenn ich so ein CFM-System befülle, fange ich an, mir eine Daten zusammenzusammeln. Die kommen aus Raumbüchern, Anlagenbüchern, Produktdatenblättern. Das ist die heutige Realität, wenn ich über eine Baubestandsdokumentation rede. Wir haben vorhin das Bild gesehen bei einer anderen Präsentation. Kistenweise Dokumente. Herstellerunterlagen kommen zusammen. Ich habe aus der Planung, über die verschiedenen Planungsphasen, ganz viele Informationen, die dort zusammengetragen werden. Nämlich die Raumtypen, ich habe Bauteile. Ich habe jede Menge TGA-Komponenten und Anlagengruppen. Beginn tut das ganze Thema mit irgendeinem Raumprogramm, was ich dann in der Planung ja selber gestalten muss, zu diesem gesamten Modell. Und das Ganze muss über die gesamten Prozesse hinweg dokumentiert sein. Wichtig für mich, um das alles überhaupt gewährleisten zu können, ist im Endeffekt die Dokumentenkennzeichnung, der über diesen gesamten Prozess zu gewährleisten ist.
Es fängt an mit der Typkennzeichnung in meinen Produktdaten. Es geht weiter über die Anlagenkennzeichnung in einem TGA-Projekt. Sie sehen schon, es beginnt in der Ausführungsplanung zu überlegen, wie muss meine Anlagenkennzeichnung eigentlich sein, um Daten miteinander verknüpfen zu können. Ich habe die Bauteilkennzeichnungen aus der Architekturplanung. Auch da fange ich schon an, in der Entwurfsplanung mir Gedanken zu machen, wie muss ich eigentlich mein Modell aufbauen, um am Ende immer noch das Ziel zu haben, im CFM-System diese Daten alle wieder zusammenführen zu können. Das Thema Ortskennzeichnung, damit ich dann auch tatsächlich meinen Raum auf dem Plan im CFM-System auch wiederfinde. Meine Komponente, um die geht es mir am Ende, die Brandschutzklappe, muss ich in meinem System am Ende wiederfinden. Wo ist sie? Jetzt ein paar Themen dann aus der Praxis. Wie setzen wir das um? Wie versuchen wir das in diesem P3IM-Modell denn auch tatsächlich dann umzusetzen? Und vor welchen Herausforderungen stehen wir da? Für mich bedeutet das eine eindeutige Kennzeichnung von den Anlagen, Bauteilen und Geräten, die sich aus der Kombination aus Gebäude und Anlagenstruktur erzeugen. Ich muss mir also sehr früh im Planungsprozess Gedanken darüber machen, wie definiere ich eigentlich meine Komponente in dem Objekt. Wir haben dazu einen Anlagenschlüssel und einen Ortsschlüssel definiert, den wir ganz frühzeitig mit unserem Planungsbeteiligten durchsprechen, dass er dann auch in der Planung diese Kennzeichnung gewerkeübergreifend nutzt und erzeugt und es auch konsistent über alle Phasen durchhält. Denn man sieht ganz schnell, wie viele Beteiligten habe ich denn in so einer Planung? Ich habe meine Fachplaner, ich habe einen Architekt und, schwieriges Thema, am Ende auch meine ausführende Firma, die das ganze Thema ja auch umsetzen muss. Ich habe auf der anderen Seite eine Projektsteuerung, ich bin im öffentlichen Hochbau unterwegs, ich habe einen öffentlichen Bauherrn, der in der Regel auch immer irgendeinen Projektsteuerer mit dabei hat, den ich ebenfalls mit Informationen bedienen muss, der aber auch Informationen fordert. Ich habe meinen FMler, meinen FM-Betrieb, in dem Fall bin ich selber, das ist ganz praktisch. Bauherr, ebenfalls öffentlicher Hand, der dort Informationen fordert. Auch hier bin ich in der komfortablen Position als PPP-Betreiber, ein Stück weit selbst Bauherr zu sein und Ziele und Themen selber zu definieren. Alle wirken also auf diese Planung ein und alle wollen am Ende bedient werden in ihrem Gesamtmodell. Die Stichworte Zugriff auf die Planung, einheitliche ständige Datenstrukturen, Verwaltung, Informationen sind alle eben schon genannt worden und auch sicherlich ein Begriff. Richtig auch das Thema Mängelmanagement. Ich bin 20 Jahre lang in dem Projekt unterwegs, ich mache das Gewährleistungsmanagement. Ich bin dafür verantwortlich, dass auch die Mängel im Betrieb ständig dokumentiert werden. Was bedeutet das aber in der Praxis? Was habe ich jetzt in der Praxis, wenn ich wirklich dort mit Planern, mit Beteiligten im Projekt spreche, um das umzusetzen? Ein großes Thema ist, diese Anlagenschlüssel zu definieren, weil doch mittlerweile immer noch recht unterschiedliche Herangehensweisen ist, wie so ein 3D-Modell aussieht und wie man dort die Schnittstellen gewährleistet. In der Regel wird dann nach der Leistungsphase 5 geht es in die Ausschreibung und das Modell wird dann an eine Herstellerfirma übergeben, an einen Errichter. Der Errichter macht die Werkplanung. Wie kriegen wir jetzt also hin, dass der Errichter diese Planung dann auch tatsächlich so weiterführt, dass sie dann noch zum Modell passt und die dann auch ins Modell wieder zurückspielt mit all seinen Daten, die Thema IFC-Schnittstelle. Wir haben das Thema dann nachher in den einzelnen Übergabeprozessen zu realisieren, was ist denn jetzt tatsächlich gebaut worden zu dem, was mal in der Planung noch dabei ist. Wie kriegen wir das wieder zurück? Das sind momentan die Herausforderungen, die wir in der Planungsphase haben. Was machen wir aktuell? Wir ermitteln in den Projekten die Mengenermittlung. Ganz normal, das 3D-Modell haben wir eben auch schon besprochen, IFC-Schnittstelle, um dann dort über die IFC-Schnittstelle die Daten auszulesen. Leider passiert es dabei immer noch, dass wir dann anschließend sagen müssen, wir kontrollieren trotzdem nochmal alle Mengen. Denn die IFC-Schnittstelle, so wie wir sie bisher haben, ist noch nicht hundertprozentig so, dass ich mich darauf verlassen kann, was am Ende rauskommt. Ich muss also gewährleisten in meiner Qualitätssicherung zur Ausschreibung, zur Mengenermittlung, dass ich auch wirklich keine Fehler im Modell habe. Das ist immer noch dann im Prozess eine Prozesssicherung, eine Prozessqualitätssicherung, die ich gewährleisten muss. Denn ich habe vorhin gesagt, wir sind dabei im öffentlichen Hochbau. Ich gebe also einen Preis ab zu einem Zeitpunkt
auf einer eigenen Planung. Und zwar dieser Preis gilt dann für die Realisierung, aber auch für den Betrieb. Ich muss also ganz früh in meinem Prozess eine hohe Mengensicherheit haben, damit der Bau zum einen seinen Preis richtig macht, aber auch ich im Betrieb meinen Preis richtig machen kann. Dazu gehören nicht nur die technischen Komponenten, sondern auch alle meine infrastrukturellen Komponenten, Reinigungsfläche, Reinigungsintervalle. Alle Daten müssen dann oder sollen sich aus so einem Modell heraus ergeben und verknüpft werden. Wenn wir dann durch die Bauphase dann durch sind, stellt sich irgendwann das Thema digitale Baudokumentation. Wie kriege ich eigentlich meine Dokumentation digitalisiert? Und was ist eigentlich eine Baudokumentation in diesem Zusammenhang? Wir kriegen zum einen natürlich das 3D-Modell als Bildgesamtmodell. Aus diesem Modell wie eben schon bezeichnet, haben wir dann eine Zusammenstellung aller Komponenten, aller Anlagen, alle Bauteile. Da sind wir in der Lage, diese auszulesen. Wir arbeiten dann mit der COBI-Datenschnittstelle und sind dann in der Lage, diese Komponenten so zu clustern, dass wir über webbasierte Formulare unseren Nachunternehmern diese zur Verfügung stellen können, dass er dann seine Dokumentation dort hinterlegt. Dazu gehört dann auch eine Fachunternehmererklärung, Gewährleistungsbürgschaften, Erklärungen, Nachweise, TÜV-Gutachten etc., Sachverständigenabnahmen. Es ist also nicht nur eine reine Dokumentenaufnahme aus dem technischen Bereich der Komponente, sondern tatsächlich eine komplette Dokumentation eines Fachunternehmers zu seinen Anlagen, die er dort gebaut hat. Praktisch haben wir gerade bereits berichtet, wir arbeiten nach der Leistungsphase 5 mit den Errichterfirmen zusammen. Um das zu gewährleisten, benötige ich einen Anlagenkennzeichnungsschlüssel oder eine Objekt-ID, die über den gesamten Lebenslauf dieses Errichtungsprozesses bis zur Leistungsphase 9 gleich bleibt. Wenn ich das aber nach der Leistungsphase 5 einem Errichter gebe, ist ein ganz großes Thema, wie gewährleiste ich, dass diese Anlagenkomponenten-ID gleich bleibt und dass auch die Komponenten dann in meiner Planung wiederfindbar ist und auch nachvollziehbar bleibt, sodass ich am Ende dann in der Lage bin, meine Baudokumentation auch tatsächlich den Anlagen zuzuordnen. Das zweite Thema haben wir auch schon ein paar Mal angehört heute, das ist das Thema nämlich die Ist-Situation. Was ist denn tatsächlich verbaut worden? Die Planung ist herstellerneutral. Dort wird dann von einer Tür, Volumenstromregler, ein Schalldämpfer geredet. Der ist erstmal herstellerneutral. Ich muss aber am Ende ja die Herstellerdaten da reinbekommen. Das heißt, ich muss irgendjemanden haben, der diese Errichterdaten dort mit einpflegt und die dann auch konsistent bleiben. Viele Errichter sind dazu momentan aus unserer Erfahrung her noch gar nicht in der Lage. Teilweise ist digitales Bauen, ich laufe mit einem Handy durch das Gebäude und mache mal ein Foto. Und ansonsten passiert da nicht viel. Also Bauen ist immer noch mit einem Blatt Papier und Hammer-Schraubenzieher in der Hand. Das heißt also, wie kriege ich eine Errichterfirma dazu, ihre digitalen Daten tatsächlich zur Verfügung zu stellen? Welche will ich überhaupt haben von allen, die möglich sind? Und wie mache ich meine Qualitätssicherung im Prozess? Das nächste Thema, wo ich von angefangen habe, ist, meinen initialen Datensexport in die CFM-Software zu gestalten. Wir sind in der Lage, oder das machen wir auch, aus dem dann 3D-Modell, aus den IFC-Daten, Datenmodelle zu erstellen, die wir dann in die CFM-Software überführen. Entscheidend ist auch hier die Objekt-ID der Komponente, denn am Ende geht es nur um Komponenten im CFM-System. Ich muss nachweisen können, welche Brandschutzklappe ist wo, aber wann ist sie auch gewartet worden? Ist diese Brandschutzklappe auch tatsächlich gewartet worden? Habe ich einen Defekt an dieser Brandschutzklappe? Wer ist eigentlich mein Ansprechpartner? Ist die damals überhaupt abgenommen worden vom TÜV? Gab es Mängel im letzten TÜV-Bericht? Den Zugriff auf diese Daten dann zu gewährleisten, muss ich immer meine Dokumentation verknüpfen können mit meinem Modell. Und das geschieht über diese Objekt-ID, die ich anfangs kurz aufgezeigt habe. Das heißt, die Herausforderung, die wir haben, ist auch hier, wie kriegen wir es hin, über den Zyklus hinweg
diese IDs gleich bleiben zu lassen. Wie kriegen wir es hin, dass der Errichter am Ende des Tages auch tatsächlich alle Daten dann zur Verfügung stellt in dem Modell, damit ich auch dann mein CFM-System befüllen kann? Dann kommen wir zu dem Thema Haftung. Wer haftet eigentlich dafür, dass die Modelle danach noch übereinstimmen? Wir haben eine Objektplanung, wir haben ein Objektmodell und jetzt haben wir ganz viele einzelne Fachplaner, wir haben ganz viele einzelne Errichter. Wer gewährleistet eigentlich in diesem Prozess, dass alle Modelle gleich bleiben? Wir haben einen Lüftungsbauer, wir haben einen Sanitär, wir haben Heizungsbau, wir haben unzählige Gewerke auf der Baustelle und alle müssen immer im gleichen Modell arbeiten, alle müssen immer in der gleichen Logik weiterarbeiten. Diese Prozesse zu gewährleisten und zu managen, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, wenn es darum geht, ein Gebäude aus einer Bauphase über die Dokumentation in ein CFM-System zu bringen. Die nächste, wer dann da hinten dran steht, das kommt dann als nächsten Schritt, da bereiten wir uns jetzt gerade drauf vor, ist, wer führt dann dieses Datenmodell eigentlich fort? Ich habe jetzt meine Daten im CFM-System überführt, ich kann aus dem CFM-System heraus über das Modell direkt sagen, diese Brandschutzklappe wurde am XY gewartet. Es gibt es Änderungen im Betrieb und die gibt es in jedem Projekt. Ich muss also gewährleisten, dass diese Änderungen fortgeschrieben werden. Wenn sich da jetzt plötzlich Räume ändern, weil man aus so einem Raum hier zwei Räume macht, weil die Nutzung sich ändert, wer verschiebt dann in dem Moment die Dokumentation mit in den Räumlichkeiten und wer gewährleistet anschließend, dass diese Dokumentation weiter in sich konsistent bleiben? Das heißt, diese Verknüpfung zwischen den einzelnen Datenbankmodellen, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir über solche Enterprise-Lösungen sprechen. Wir haben vorhin gesehen, SharePoint ist ein ganz wichtiges Thema bei dem Thema, nutzen wir auch, aber das hat einfach noch seine Restriktion, wie ich damit umgehe, Daten miteinander zu verknüpfen und wie schaffe ich es, das über so einen langen Lebenszeitraum immer wieder über die Objekt-ID zu verknüpfen. Wo stehen wir? Also wir haben in den Projekten, in denen wir bearbeitet, in dem PPP-Projekt die Herausforderung, ganz einfach den rechtssicheren Betrieb zu gewährleisten. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Das Thema 2D-Planung, dann später jetzt in die 3D-Planung zu gehen, das ist den Schritt, den haben wir hinter uns. Der nächste Punkt ist jetzt sozusagen die Objekt-ID-Planung voranzutreiben und zu den Objekten entsprechende Daten zu hinterlegen und auch konsistent zu überführen. Nutzen tun wir im Moment von den Möglichkeiten das Thema der Mengenermittlung während der Altkalkulationsphase und der Angebotsphase, aber auch später dann in der Errichterphase, dass wir immer wieder den Abgleich machen können zwischen was ist tatsächlich mal ausgeschrieben worden, was machen wir dann später im Betrieb. Das Thema digitale Baudokumentation auf dem As-Build-Modell. Wir haben den initialen Datenexport in die CFM-Software. Wie kriege ich meine Daten aus dem Projekt in meine CFM-Software? Wie kriege ich dann dort meinen rechtssicheren Betrieb nachgewiesen? Wir nutzen mobile Endgeräte im Betrieb, um dort über QR-Codes an den Komponenten meine Dokumente anzuheften, meine Wartungsnachweise zu führen, dann auch tatsächlich im CFM-System abzulegen, immer wieder über die Objekt-ID dort zu kommunizieren. Und wir nutzen halt ein gesamtes Modell, dieses P3IM, wie ich es nenne, um dort auch mit dem Kunden zu kommunizieren. Wir nutzen dort an der Stelle Dashboards zu zeigen, hier ist die aktuelle Situation in deinem Gebäude. Wir sind dabei in der Lage, dann auch Gebäude miteinander zu vergleichen. Das Thema nämlich, welche Komponenten haben sich bewährt, welche nicht. Und dort auch dann Informationen zu verbreiten. Das Ganze ist im Endeffekt ein aktives Datenmanagement, was da vonnöten ist. Daten sammeln, Daten verwerten, Daten auswerten, immer in den unterschiedlichsten Lebenszyklusphasen und in den unterschiedlichen Modellen, die da zur Verfügung stehen für. Was wir für uns als ganz essentiell an der Stelle sehen, das ist das Thema, dass BIM nicht 3D-Modell ist, hatten wir vorhin schon gehört. BIM ist für uns im Prinzip die Effizienzsteigerung der Prozesse im Betrieb über den Lebenszyklus. Für mich ist das Thema BIM ein Prozessmodell, mit dem ich im Betrieb mir mein Leben leichter machen kann, indem ich mir meine Prozesse im Betrieb
sicherstellen kann und im Betrieb am Ende des Tages dann auch effizienter in eine Betriebsnahmephase, in ein Start-up komme und dann in einen Regelbetrieb. Und die Voraussetzung, damit ich das kann, das ist die einheitliche Anwendung dieser Objekt-ID von Anfang an. Denn nur darüber kann ich gewährleisten, dass ich in allen meinen Modellen auch immer wieder eine Verknüpfung finde von der Dokumentation zur Komponente, von meinem Wartungsplan zur Komponente und im Endeffekt auch den Nachweis meines rechtssicheren Betriebes auf die Komponente hin. Ich hoffe, es war kurz, knackig, ich konnte ein bisschen was mitgeben und jetzt haben wir sogar ein bisschen früher die Pause, aber ich übergebe gerne. Kurz, knackig, interessant. Herzlichen Dank, Herr Lorenz.